Ja, mein Name ist Günther Schreier. Ich bin thematischer Koordinator und Senior Scientist am Austrian Institute of Technology, AIT. Wir beschäftigen uns bei AIT insgesamt mit den Fragen, die sich um die Infrastruktur von morgen drehen. Forschung und Entwicklung im Bereich von Infrastruktur für morgen. Und das Gesundheitswesen und das elektronische Gesundheitswesen ist eine dieser Infrastrukturen, die für die zukünftige Gesundheitsversorgung sehr wichtig sein wird. Wir entwickeln Technologie, wir evaluieren Technologie und wir bringen Stakeholder zusammen, um im Rahmen von Evaluierungsprojekten, Forschungsprojekten, Entwicklungsprojekten eben diese Infrastrukturansätze der Zukunft zu erforschen. Nun, das Gesundheitssystem heute hat die Transformation ins Informationszeitalter noch nicht vollzogen. Und ich glaube, dass die nächsten 10 Jahre in der Beziehung revolutionäre Veränderungen mit sich bringen werden. Beispiel: Unser Gesundheitssystem ist nach wie vor auf die Betreuung von Akuterkrankungen ausgerichtet. Wir haben ein erstklassiges Rettungssystem, wir haben hochspezialisierte Krankenhäuser, die in der Lage sind, Verletzungen und auch andere Akuterkrankungen sehr gut zu betreuen. Nach und nach und immer mehr werden aber die chronischen Erkrankungen das Problem, mit dem wir konfrontiert sind. Und das Gesundheitssystem insgesamt und die Infrastruktur ist nicht so aufgestellt, dass diese chronischen Erkrankungen bestmöglich betreut werden können. Weil für die chronischen Erkrankungen brauchen wir weniger jetzt Geschwindigkeit, sondern mehr Kontinuität, Continuity of Care, sagt man. Es ist wichtig beim Diabetespatienten, dass der Patient eben alle seine Ansprechpartner im Gesundheitswesen ansprechen kann und dass die untereinander aber auch die Informationen austauschen, sodass der Nächste weiß, was war vorher und was wird dann nachher kommen. Weil bei chronischen Erkrankungen wie beispielsweise Diabetes geht es nicht darum, dass ich morgen ein Problem habe, wenn ich die Therapie nicht optimiere, aber in 5 Jahren habe ich schwerwiegende Nebenerkrankungen, wenn ich heute nicht die richtigen Entscheidungen treffe. Und auf solche Situationen ist das Gesundheitswesen heutzutage nicht optimal vorbereitet. Ja, klassischer Fall, nehmen wir die chronische Herzinsuffizienz als Erkrankung. Das ist eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, die relativ häufig vorkommt, insbesondere bei älteren Personen. So 2% der österreichischen Bevölkerung leiden an Herzschwäche. Das ist eine Erkrankung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass Patienten sehr oft nach einem Krankenhausaufenthalt wieder im Krankenhaus aufgenommen werden müssen, weil die ursprünglich optimierte Therapiesituation aus dem Ruder läuft und es zu sogenannten kardialen Dekompensationen kommt. Also das Herz ist dann einfach nicht in der Lage, die Leistung zu bringen, die notwendig ist für den Kreislauf. Und dann kommt es zu Atemnot, zu Flüssigkeitsansammlungen und so weiter. Und die Patienten müssen wieder ins Krankenhaus. Also ein Herzschwächepatient, der aus dem Krankenhaus entlassen wird, hat eine Wahrscheinlichkeit von 30%, innerhalb von 6 Monaten wieder im Krankenhaus zu landen mit Herzinsuffizienz. Das heutige Versorgungsparadigma dieser Patienten ist, dass Patienten aus dem Krankenhaus entlassen werden mit einer optimierten Medikamentierung, aber dann im Laufe der Zeit verändern sich die Lebensumstände, es kommt vielleicht eine Begleiterkrankung hinzu. Diese Umstände werden aber als solche nicht berücksichtigt, sondern es kommt zu einer Entgleisung und sie landen wieder im Krankenhaus. Weil ich eben nicht die notwendige Informationsdichte habe, um solche sich verändernden Umständen rechtzeitig zu erkennen und darauf reagieren zu können. Das zukünftige Gesundheitswesen wird solche Patienten mit Telemonitoring versorgen. Das heißt, diese Patienten werden täglich ihre Gesundheitsdaten erfassen können, zu Hause oder unterwegs, wo immer sie sich befinden. Und diese werden dann eben manuell oder automatisch analysiert. Und wenn sich Veränderungen in Gesundheitsparametern darstellen, wird das Gesundheitssystem aktiv auf diese Patienten zugehen und ihnen eben die Abklärung dieser Situation anbieten, sodass eine Eskalation im Sinne einer Hospitalisierung nicht stattfindet.
unsere Ansätze, die wir hier am AIT verfolgen, sind dazu geeignet, diese Patienten mit diesen Telehealth-Möglichkeiten zu versorgen. Das heißt, wir haben ein System entwickelt, wie diese Patienten die wichtigen Gesundheitsparameter leicht im Alltag erfassen können und umgekehrt dann die Gesundheitsdiensteanbieter, die Ärzte, die Betreuer, diese Daten einsehen können und entsprechend darauf reagieren. Das sind die Ansätze, mit denen wir uns beschäftigen, und wir haben uns in den letzten Jahren eigentlich sehr stark damit beschäftigt, wie wir den Patienten die Möglichkeit geben können, diese Gesundheitsdaten in einer einfachen und zielführenden Art und Weise zu sammeln. Das sehen wir dann später im Demo. Und damit haben wir diese Lücke geschlossen in der Bewertung der Gesundheitssituation, die damit zusammenhängt, dass wir eben die Vitalparameter nicht in einer tagesaktuellen Version vorliegen haben. Jetzt geht es darum, diese zusätzlichen Informationen, die wir sammeln beim Patienten, in den Gesamtkontext wieder einzubetten und gemeinsam mit anderen Informationsquellen wie dem Electronic Medical Record aus den vergangenen Krankenhausaufenthalten oder beim Arzt, die Gesundheitsdaten, die soziale Situation des Patienten, die Umweltsituation des Patienten, den Lifestyle des Patienten auch mit einzubeziehen, um dann die Prognose noch zu verbessern. Ja, der Vorteil dieser Big Data, wenn Sie so wollen, ist das ein Big Data-Ansatz, den wir jetzt verfolgen. Wir wollen Informationen aus verschiedenen Ebenen der Patienten erhalten, um eben das Risiko vorhersagen zu können. Man spricht von Predictive Healthcare. Das heißt, es geht darum, vorherzusagen, wann ist eine Verschlechterung des Gesundheitszustands des Patienten zu erwarten und entsprechend rechtzeitig darauf reagieren zu können. Sind wir dazu in der Lage, dann haben wir die Möglichkeit, eben den Patienten oder auch noch den Nichtpatienten, den mehr oder weniger noch gesunden, aber solchen Patienten, die eben ein gewisses Risiko für eine Erkrankung haben, ein Angebot zu machen, rechtzeitig oder sehr frühzeitig auf solche Gesundheitsveränderungen zu reagieren und damit längerfristig Folgeschäden abzuwehren. Das ist der Vorteil. Das kann dann auch auf Seiten der Gesundheitssysteme zu Kosteneinsparungen führen, wobei da möchte ich vorsichtig sein. Viele Ansätze wurden schon als kostensparend betrachtet, haben sich aber dann letztlich nicht als solche herausgestellt. Aber im Grunde genommen kann man davon ausgehen, dass eine frühzeitige Intervention eine Intervention auf niederem Niveau ist und keine so schwerwiegenden Folgen und auch Folgekosten mit sich zieht. Der Nachteil, wenn Sie so wollen, der damit einhergeht, ist, dass ich die Privatsphäre des Patienten in stärkerem Ausmaße in Anspruch nehmen muss. Ich muss also diesen Menschen, die muss ich davon überzeugen, dass es Sinn macht, Gesundheitsdaten im größeren Ausmaß zur Verfügung zu stellen. Und wir sehen ja an der Diskussion der ELGA zum Beispiel, dass das durchaus eine Herausforderung ist. Ja, das habe ich eigentlich schon angesprochen. Es wird so sein, dass der Arzt viele Daten von uns schon hat, daher besser in der Lage sein wird, eine bessere Diagnose zu stellen und auch eine frühzeitigere Intervention durchführen zu können, in vielerlei Hinsicht und vor allem bei chronischen Erkrankungen, nicht bei akuten Erkrankungen. Wenn ich mit dem Rad jeden Tag zur Arbeit fahre und dann passiert irgendwas, das ist nicht vorhersehbar. Klar, man kann vorhersehen, dass jemand, der mit dem Rad zur Arbeit fährt, vielleicht ein höheres Risiko hat als jemand, der mit zu Fuß fährt oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber dazu werde ich immer ein Medizinsystem brauchen, das auf akute Erkrankungen ad hoc und gut reagieren kann. Also das lässt sich nicht vorhersehen. Aber andere Sachen lassen sich schon vorhersehen und für die können wir Vorsorge treffen. So gesehen wird für einen Teil der Erkrankungen der Arzt in der Tat schon wissen, dass Probleme bevorstehen, und er kann eigentlich im Prinzip schon auf mich zukommen, genauso wie es in dieser Frage formuliert ist. Und wir können vorher schon an einer Prävention arbeiten. Der Ansatz geht also weg von einer behandlungsorientierten Medizin zu einer vorsorgeorientierten Medizin, wo ich im Prinzip verschiedene Stufen der Vorsorge implementieren kann, und dazu brauche ich Informationsmanagement. Also nur eine entsprechende IKT-Infrastruktur
gibt uns die Möglichkeit, in Zukunft eine Vorsorge, individualisierte Vorsorgemedizin zu realisieren. Naja, diese Frage ist keine technologische Frage, das ist eine politische Frage. Das hängt von unserem politischen Konsens ab. Wenn wir der Meinung sind, dass wir uns eine solidarische Gesundheitsversorgung auch in Zukunft leisten wollen, die wir heute haben, dann besteht diese Gefahr nicht, weil wir werden dann den Beitrag, den die Versicherten zahlen, nicht vom Risikoprofil abhängig machen. Das ist ja... das widerspricht sich ja. Eine Versicherung ist ja gerade das Risiko zu streuen. Das heißt, ich betrachte ein Kollektiv, wo ich ein durchschnittliches Risiko mit einer Prämie, mit einer Versicherungsprämie versehe und nicht jeden Einzelnen eine eigene Prämie vorschreibe, je nach individuellem Risiko. Also das ist eine politische Frage, ob wir diese Mehrklassenmedizin in einem gewissen Sinn haben werden oder nicht. Ich glaube, dass wir... das Beste, was wir machen können, um das zu verhindern, ist, die Möglichkeiten zu nutzen, sodass wir unser Gesundheitssystem uns auch in Zukunft leisten können. Und da wir ja wissen, dass die Demografie auf eine höhere Kostenintensität zuarbeitet, können wir durch bessere technologische Möglichkeiten dem bis zu einem gewissen Maß entgegenwirken. Also ich glaube, bin Technologieoptimist. Ich glaube, wir können mit Technologie dazu beitragen, dass wir uns ein solidarisches Gesundheitswesen auch in Zukunft leisten können und damit eine Mehrklassenmedizin verhindern können. Ich möchte aber noch was Nachsatz dazu sagen, zur Mehrklassenmedizin oder auch zu den Gefahren, die mit dem Problem der Privatsphäre zusammenhängen und mit der Technologie im Allgemeinen. Jede Gesundheitstechnologie und jede Gesundheitsmethode hat ihre Vorteile, ihre Nachteile, ihre Wirkungen und ihre Nebenwirkungen. Betrachten wir zum Beispiel ein Medikament, ein Chemotherapeutikum. Ja, wenn der Arzt einem Patienten ein Chemotherapeutikum verschreibt, dann weiß er, es besteht die Gefahr, dass ich diesen Patienten damit umbringe. Weil das sehr potente Medikamente sind, die können auch ihre Nebenwirkungen voll entfalten und dann da gibt es ein reales Risiko. Trotzdem wird der Arzt nicht davon Abstand nehmen, einen krebskranken Patienten mit einem Chemotherapeutikum zu behandeln, weil er einfach weiß, das Risiko ist da, aber unter Kontrolle und der Gewinn, der Nutzen, den ich daraus ziehen kann, überwiegt das Risiko einfach deutlich. Und den gleichen Ansatz können wir im Prinzip für die Informations- und Kommunikationstechnologie im Gesundheitswesen ansetzen. Wir wissen, die bietet uns Möglichkeiten, aber die bietet auch Nebenwirkungen. Und wir müssen die Balance zwischen Nutzen und Nebenwirkungen herstellen und eben jene Methoden anwenden, von denen wir aufgrund von wissenschaftlichen Untersuchungen und ausführlichen Designüberlegungen sicherstellen können, dass ein ausgewogener Risiko-Nutzen-Verhältnis existiert. Ich denke, ein wesentliches Element der digitalen Gesellschaft von morgen wird dieser Big Data Aspekt sein. Wir werden eine unvergleichlich größere Datenmenge zur Verfügung haben in allen Lebensbereichen, aus denen wir dann etwas machen können oder aus denen andere etwas machen können, wenn wir jetzt auf die großen Spieler in diesem Bereich hinarbeiten. Das heißt, unsere Herausforderung wird auch da sein, dass wir uns nachhaltig überlegen, ist der Nutzen noch gegeben für uns, dass wir jetzt diese zusätzlichen Daten auch noch zur Verfügung stellen, jetzt zum Beispiel bei Google, ist der Nutzen, unsere Bequemlichkeit zu unterstützen und den Vorteil aus dieser Anwendung zu ziehen, wirklich so hoch, dass es wert ist, unsere Privatsphäre ein Stück weit dafür abzugeben. Das ist die zentrale Frage auf Seite der Privatsphärenüberlegungen und auf der technologischen Seite ist es natürlich so, auch im Gesundheitswesen, dass wir erst jetzt beginnen mit diesem Big Data-Thema. Big Data im Gesundheitswesen beginnt jetzt erst. Die Krankenanstaltengesellschaften, zum Beispiel die KGS, die sitzt auf einem unglaublich großen Datenberg und macht genau nichts damit derzeit oder wenig damit. Jetzt kann man sagen, ja, wir müssen eigentlich das Potenzial, das da drin steht, nutzen, weil da liegen viele Erkenntnisse drin verborgen,
Wenn wir die herausholen, dann können wir damit zukünftig Patienten vor Schaden bewahren. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder eine Frage des Eingriffs in die Privatsphäre. Also es läuft letztlich immer wieder auf diese Balance zwischen Risiko und Nutzen hinaus. Und ich glaube, man kann die Frage der Balance zwischen Nutzen und Risiko nicht generell lösen. Man muss es im Einzelfall lösen und auch untersuchen, den Nutzen eruieren und das Risiko abschätzen und dann sagen, das macht Sinn oder macht nicht Sinn, beziehungsweise dem einzelnen Bürger in der digitalen Gesellschaft von morgen transparent kommunizieren, das ist dein Nutzen, das ist dein Risiko und es kann einfach nur in deiner persönlichen Entscheidung liegen, ob du so oder so entscheidest. Es muss im Einzelfall vom Einzelnen entschieden werden. Gut, wir simulieren jetzt den Prozess, den ein Diabetespatient bei sich zu Hause täglich oder wöchentlich, je nachdem ob er Typ 1 oder Typ 2 Diabetiker ist, durchführt. Zum einen er misst seinen Blutdruck mit einem handelsüblichen Blutdruckmessgerät, das schon mit NFC-Technologie ausgestattet ist. Gut. Dann bekommt er auch ein Blutzuckermessgerät wie dieses hier vom Typ One Touch Ultra von LiveScan mit einer Stechhilfe. Er sticht sich den Finger, die Fingerbeere, legt einen Messstreifen ein und trägt das Blut auf den Messstreifen auf. Gut. Dann sorgt er dafür, dass die Daten auf das NFC-Interface gelangen, indem er hier kurz die Taste betätigt. Und dann kann er schon die Daten alle einsammeln. Zuerst berührt man die ID-Karte, das startet die Anwendung am Smartphone und sorgt auch gleich für die sichere Anmeldung am System. Und das grafische User-Interface fragt dann nach diesen Parametern. Blutdruck, Blutzucker, Körpergewicht und eingelesen werden die Daten jeweils durch Berührung der Messgeräte, wie zum Beispiel hier. Zwei neue Messwerte, einfach durch Speichern oder 7 Sekunden abwarten, werden sie automatisch gespeichert. Blutzuckerdaten einfach hier drauflegen. Das eben gemessene Wert 103 wird gleich angezeigt und ich kann diese Daten, diesen Messwert noch um Insulindaten, Broteinheiten erweitern, sprich annotieren. Hier habe ich noch einen Schrittzähler. Hier die heute zurückgelegten Schritte von 1139. In weiterer Folge kann ich Aktivitätsdaten eingeben. Hier zum Beispiel Wandern mit Intensität hoch und eine Dauer von 180 Minuten zum Beispiel. Oder ich kann angeben mein Wohlbefinden. Ich fühle mich heute gut und kann das auch den Arzt wissen lassen. Zusätzlich habe ich auch die Möglichkeit, durch einen Kommentar dem Arzt in Freitextform Informationen über meinen aktuellen Zustand oder meine Umgebung zukommen zu lassen. Die Daten werden automatisch im Hintergrund synchronisiert und der Patient kann es durch Überprüfung hier in der Messwertliste validieren, ob die Daten bereits übertragen worden sind. Ein grünes Häkchen bedeutet das, dass der Arzt die Daten schon sehen kann. Und der Arzt kann dann auch eine Nachricht senden, die der Patient hier in diesem Feld einlesen oder lesen kann. Gut, das ist jetzt das Websystem, das der Arzt verwendet, um auf die Daten einzusehen. www.diabmemory.at. Er loggt sich auf dieser Webseite ein. Gesichert werden die Daten oder hat er Zugriff auf die Daten auf dem Server, der in Cybersdorf gehostet wird.
und sieht dann die Liste der ihm zugeordneten Patienten, wie zum einen der Demo-Patient von diesem System. Hier kann man die Daten einsehen, das ist der erste ganz oben, die Messwertliste. Und man sieht die soeben übertragenen Messwertdaten mit den Schritten über den Tag, Blutdruck und die Blutzuckermesswerte. Auch in grafischer Form kann es der Arzt betrachten. Hier ein 24-Stunden-Blutzuckerprofil aus den letzten 12 Kalenderwochen, natürlich mit wenigen Daten, dann nur ein Testpatient, aber auch der normale Messwertverlauf. Von Blutdruck, Blutzucker, auch Aktivität und Schritte zum Beispiel. Hier das Körpergewicht, nur einmal eingegeben, Aktivität und hier die Schritte von heute. Nun hat der Arzt die Möglichkeit, dem Patienten ein Feedback zu schicken, indem man hier in Freitext ein Feedback eintippt oder auch ein vordefiniertes Feedback nimmt und es dem Patienten schickt, indem man ein frei definiertes, sehr geehrter Herr Meier, prima Werte, weiter so. Und das kann jetzt den Patienten direkt aufs Handy schicken, und zwar nicht als SMS, sondern verschlüsselt, abrufbar durch die App eben. Und gleich darauf erhält der Patient die Nachricht, das Handy wird läuten. Man sieht hier oben eine neue Nachricht. Um sie zu lesen, erfordert das die Berührung der ID-Karte wieder, um sich anzumelden. Hier steht: sehr geehrter Herr Meier, prima Werte, weiter so. Die Nachricht wurde gelesen. Und auch dem Arzt wird angezeigt, dass der Patient die Nachricht gelesen hat. Wie man das hier sehen kann, Nachricht wurde gelesen.